So, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Weapon Throwing RPG 2. Ich habe mir gerade nochmal das Video von letztem, von dem zweiten Part angeschaut. Wir haben in der Tat keine Erfahrung bekommen, als wir verloren haben, ne? Gegen den hier. Okay, also da gibt es keine XP, wenn wir verlieren sollten. Deswegen würde ich sagen, machen wir erstmal Level 2 hier. Machen wir hier die erstmal alle auf Level 2. Ich denke, das sollten wir hinkriegen. Bam, Alter, 20 Damage, ist das dein Ernst? Holy, ich bin ein bisschen overlevelt gegen die. Drain Sword. Warum kriegen die so viel Damage ab? Weil die underlevelt sind, kann das sein? Level 4, wir sind Level 9. Da dürfen wir nicht allzu lange warten, die Level hier zu machen, sonst kriegen wir keine Erfahrung mehr davon. Das ist auch doof. Ich will es natürlich auch nicht verschwenden. Bounding up! BP Drink mal 10. Guck mal ganz kurz, ob das noch weitere Skills bekommt. Die Harp hier. Nein. Noch nicht. Hier seht ihr Level 1 halt bisher noch. Gibt sicherlich später noch weiteres, was man hier bekommt. Wir gucken erstmal Level 3 und Level 4 noch an. Je nachdem, welches Level, welche Schwierigkeit Level 3 hat. Wir sind Level 7, okay. Also ist schon mal ordentlich, ordentlich gewachsen, der Schwierigkeitsgrad. Drain Sword. Alter, meine PP werden so aufgefüllt. Eine Goldbox. No, ich glaube, ich hätte. Okay. Was auch immer. Müssen wir beim nächsten Mal mal gucken, ob ich dann in der Directory angreifen muss, wie er angreift. Okay, Level 3 war in Ordnung. Level 4 könnte ein Problem werden. Deswegen machen wir die anderen erstmal weiter. Hier Level 2, Level 3 und so weiter. Oh, meine Stamina könnte bald leer sein. Huch, da muss ich natürlich aufpassen. Level 6. Ja. Battle Points habe ich mittlerweile. Na, knapp. Bam! 30er Attack. Level 10 erreicht. Level 2 leider erst noch. Oh, wahnsinnig viele BP-Drinks. Stamina-mäßig, wie sieht's aus? 24 nur noch. Aber wir kriegen mehr Stamina durch die Level-Ups dazu. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Okay, die sind alle Level 10. Das ist gut. Wir haben wirklich also immer dieses Main-Charakter-Level quasi. Und dann haben wir halt noch die Skill-Level. Oh, die Harpy wurde wieder verbessert, hm? Anderthalb Herzen oder hat die vorher schon anderthalb gehabt? Weiß ich gerade gar nicht. Das hier würde ich ganz gerne noch haben. Fünf Dinger brauchen wir dafür noch. Na, wie viel Level haben wir hier? Level 8. Ist also wieder ganz passabel. Oh, hör auf damit. Ist ja nervig. Er hat Double Dagger hier drin unten. Hm? 37 Damage. Level up, Gravity Attack. Muss ja mein Hammer sein. 36 Schaden, dein Ernst? Holy moly.
Wow, der Digger hat ziemlich viel Durability von ihr. Level up, Drain Sword. Her mit meinem Leben. Und den Hunter gekillt. Wenn wir unseren Reihen haben, haben wir gerade getötet. BP 5, ja wunderbar, Level 3 meine ich. Speer Level 5 haben wir bekommen. Na, schauen wir mal. Erstmal haben wir hier, ne? Den schönen Secret Skill Activation mal 20%. Okay, das steht nicht mit dabei hier. Double Throw, 20%. Drain Sword. Achso, wir kommen Leben in der Hand. Oder abhängig von dem Schaden, den wir verursacht haben. Und Gravity Attack. Dann fliegt das Enemy über Sluggish. Was heißt denn Sluggish? Gleich mal Google Translate anschmeißen. Sluggish. Träge, schleppend. Okay, langsam, verlangsamen. Gut zu wissen. Jetzt haben wir einen Speer. Wir haben 7 BP-Kosten, 6 Angriff und 5 Durability. Und Prep Speed 30. Und wir bekommen BP anhand. Naja, muss jetzt nicht mehr sein. Finde ich ganz gut, so was wir hier haben. Und BP ab. Könnt ihr Rich jetzt einen anderen nehmen, ne? Arrow Damage und Secret Skill Activation. Ja, dafür bräuchte ich einen Arrow. Ne? Habe ich ja nicht aktuell nicht dabei. Longsword Damage. Iron Sword ist ein Longsword, ne? Glaube ja. Dann nehmen wir mal den Swordsman mit. Habe ich den jetzt? Ja. Statuspunkte. Jetzt zum Lord. Er hat mehr HP, weniger BP. Dafür mehr Power, mehr Defense. Allerdings weniger Speed und weniger Luck. Na gut. Macht nichts. Kriegen wir trotzdem hin. Ja, ich mag es eigentlich nicht so, so viele Charaktere skillen zu müssen. Aber Level 5 bringt natürlich uns wahnsinnig viel. Wenn jeder Level 5 hat, dann, dann geht es ziemlich gut ab. Wenn jeder dann die ganzen Effekte bekommt. Gönn dir, Alter. Ist noch kein Bossgegner und trotzdem hat er schon ein Pet. Ein Item bekommen. Die geballte Kraft. Wow. Der Sword Lion. Wir kriegen eine Waffe, ne? Iron Sword Level 4. Gut, ist jetzt nicht so relevant. Waren fast alle gewesen, mein Stamina. Level 12, huch! Der wirft nur mit den Äxten. Gravity Attack, no! Ist ja doof. Alter, 24 Leben fordern uns ja heftig. Brauche ich nicht werfen, wenn ich weiß, dass ich keine Chance habe, da durchzukommen. Autsch, nochmal 4 Schaden kassiert. Aber Level up, sehr gut. Das war leider ungünstig vom Zeitpunkt her. Unsere BP wurden aufgestuft. Oh, wir haben ein neues Pet bekommen. Ha,
Reicht leider noch nicht unsere Stärke vom Schwert. Oh. Hör auf, gib mir meinen Drain. Piu! Boss Battle ohne volles Leben, das ist ärgerlich. Er kommt durch, oder? Nein, doch nicht. Sehr gut. Oh, unsere Waffe ist so schwach. Au. Au. Nicht geschafft gegen Ralph. Schade, schade. Schade, schade. Withdraw. Ja, wir kriegen keine Erfahrung dafür. Das ist echt scheiße. 6 Stamina habe ich nur noch. Oh, die hab ich. Immer noch ein Effekt. Also wir kriegen alle hier mehr Punkte dazu. Ist natürlich auch geil. Wir steigen auf und kriegen halt so viele Punkte dazu. Aber erstmal ist es halt sinnvoll. Oder es ist sinnvoll, erstmal einen hochzubringen und dann. Also diese Level 5 ist halt sowas von krass, ey, dass es auf alle rübergeht, ist schon heftig. Ja, nehmen wir mal mit, ist okay. Dann machen wir hier einen weiter, würde ich sagen. Weil wir sind ein bisschen stärker geworden. Haben allerdings nicht mehr genug Stamina dafür. Dann schauen wir mal, was hier so abgeht. Level 4. Ja, das sollten wir hinkriegen. Sollten wir hinkriegen. Level 8. Das ist echt noch super schwach, das Ding, ey. Oh. Schon reingespammt in den Gegner. Piu, piu, piu. Das ist echt faszinierend, dass man gegen die Magie wirklich nichts tun kann. Also, alternativ wäre wahrscheinlich irgendwie einen Pott reinnehmen. Damit wir uns heilen können. Lederschuhe. Können wir mit den Lederschuhen machen? Ja, eine Blue Feather, Luck plus 20%, Speed plus 10%. Luck war gewesen. Okay, dass wir einen Chest droppen, ist jetzt nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Gibt da echt Wichtigeres. Ah, ist schon krass. Und ja, ein leichter Level 8 haben wir schon. Wir sind bald dabei, Level 9 zu bekommen. Dann haben wir den Mystery Skill, Type Short Sword A. Ach, guck mal, hier steht, welcher Typ das ist. Das ist ein Kurzschwert, das ist ein Langschwert und das ist ein Hammer. Hammer B. Ach, wie gerne ich jetzt noch den Ding skillen könnte und würde. Oh, wir haben es erledigt. 6 Stamina, 7, 8, 9. Ah, 10, 10 sogar. Hier sind wir bei 8, hier sind wir bei 9. Okay. Wir könnten. Können wir? Naja, ich kann nicht hier saufen, oder? Kann ich die BP-Drinks jetzt trinken? Nee, ne? Nee, kann ich nicht. Kann ich leider nicht. Okay, dann müssen wir also dummerweise warten. Wir können nur vielleicht noch 30 Sekunden warten. Dann kann man hier nochmal einen Level 4er-Kampf machen. Ja, bei 69.00 gibt es dann den nächsten. 2233 Gold haben wir. Was können wir denn da machen? Ah, wir können das natürlich auch aufrüsten, ne? Klar, logisch. Ein Blacksmith. 200 Gold. Zack, Level 9. Triple Through Activation 10%. Short Sword Through 3 times in succession. Succession. Das heißt, dreimal in Folge werden die Dinger geworfen. Nice. Wir gucken gleich mal, können wir wahrscheinlich noch weiterentwickeln, gehe ich von aus. Double Through. Double Through. Kein Double Through. Oh, der ist aber ziemlich stark, der Affe. Zack. Aufgelevelt.
glaube, weiß nicht, wer es war. Double, oh, der hat auch einen Double Flug gehabt, der Gegner. Kein Triple Flug gehabt, na gut. Aber wir wissen auf jeden Fall jetzt, dreifach Wurf können wir. Und wir haben gar keine SP bekommen. Achso, wahrscheinlich. Habe ich schon gekillt haben? Doch, ich wollte schon sagen. 8 von 40. Dann hätten wir erst den vierten Skill. Ja, BP ab. Okay, nice Sache, Leute. Nice Sache. Das heißt, die können wir immer wieder machen, wenn wir das wollen. Um zu trainieren. Ach genau, ich wollte ganz kurz gucken. It can't be tempered anymore. Okay, also Level 9 ist Maximum. Das ist natürlich ärgerlich. Stärker wird das Ding also nicht. 2, 2, minus 2. Ja, ist nicht verkehrt. Müssen wir theoretisch aber auch halt die anderen Waffen alle mal leveln. Oder wir lassen sie vom Dings aufrüsten. Das ist auch in Ordnung. Kitchen Knife. Durability 7. Na, ich glaube, in Gems warte ich bis auf das. Weiß nicht, mal gucken, was wir machen können. Auto HP Recovery. Das ist nicht verkehrt. Merchant Bunny. Sind das? Ne, das sind keine. Was ist denn die Phoenix-Feder? Muss ja irgendwie ein Item sein. Ist das ein anlegbares Item, ja? Merchant Bunny, doubling gold and causing gems to appear more frequently. Occasionally recovers BP. HP und erhöht die Chance, Chests zu finden. Dragon Article, alle Stats plus 15%. Max Stamina plus 50. Auch nicht schlecht. Max Damage plus 30. Slide ist halt wenig und Medium ist halt schon. Na, Medium halt. Chainsaw. Alter. Eine Kettensäge, Mann. 30 Schaden, 7 Durability, 20 BP-Kost und 15 Prep-Speed. Glasschwert. Sieht auch geil aus, aber es hat Durability 1, ne? Es hat sehr schnell zu killen. Cool! Cool, cool. 20 Stück, 1,20 Euro. Müssen wir auf jeden Fall mal testen dann später. Gibt's hier irgendwas Besseres? Ah, die kriegen auch immer besseres Zeug, ne? So eine Kacke aber auch. Alter! 500 Gold für 12 Defense? Heftig. Nimm auf jeden Fall mit. Weg mit dem Dreck hier. Zack, 12 Defense. Okay, Leute. Wir haben's. Wir sind in der nächsten Folge wieder von Wapping Freeing RPG 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal dann. Ciao!